meine Lieben, ich möchte gar nicht lange reden. Kommen wir gleich zum Thema. Bei der Deutschprüfung A1 gibt es auch einen mündlichen Teil. Das heißt, ihr müsst sprechen, aber keine Angst. Wir sehen uns das in Ruhe und langsam an. Die Prüfung besteht normalerweise aus 3 Aufgaben: Vorstellung, Bildbeschreibung, Rollenspiel, sich selbst vorzustellen und ein bisschen etwas über sich zu erzählen, ist nicht ganz so schwierig, denn das können wir täglich üben. Vorstellung. Schreibt zunächst ein paar Sätze über euch und lasst diese von jemandem korrigieren. Mein Name ist Sonja Hubmann. Ich bin 30 Jahre alt. Ja, okay, ich bin ein bisschen älter, aber es ist ja auch nur ein Beispiel. Also weiter im Text. Ich arbeite bei einer österreichischen Zeitung als Sekretärin, aber nur Teilzeit. In meiner Freizeit produziere ich Sprach- und Musikvideos auf YouTube. Meine Hobbys sind Singen, Tanzen und Lesen. Ich lerne gerne Fremdsprachen. In Zukunft möchte ich mich mehr für den Naturschutz einsetzen. Überlegt euch, worüber ihr sprechen wollt. Familie, Sport, Hobbys, Essen, alles ist erlaubt. 6 bis 7 Sätze genügen meistens schon. Wenn euer Text nun richtig ist, dann lernt ihn auswendig. Stellt euch in der Früh und am Abend vor den Spiegel. Begrüßt euch freundlich. Guten Morgen. Und sprecht laut und deutlich euren Text. Ich bin 30, ich bin 50 Jahre alt. Ich arbeite bei einer österreichischen Zeitung als Sekretärin, aber nur Teilzeit. In meiner Freizeit produziere ich Sprach- und Musikvideos auf YouTube. Meine Hobbys sind Singen, Tanzen und Lesen. Ich lerne gerne Fremdsprachen. In Zukunft möchte ich mich mehr für den Naturschutz einsetzen. Ja, das ist ein guter Plan. Aber kommen wir nun zur Bildbeschreibung. Dabei werdet ihr ein Foto sehen, dessen Inhalt ihr mit einfachen Worten beschreiben sollt. Bildbeschreibung. Bild 1. Bild 2. Bild 3. Versucht keine komplizierten Sätze zu bilden. Seht euch die Fotos genau an. Überlegt, welche Worte ihr kennt und sprecht dann langsam, aber deutlich. Ihr könnt folgende Sätze verwenden. Dieses Foto zeigt. Auf diesem Bild sieht man. Ich sehe auf diesem Foto. Hier ist noch einmal das erste Bild. Dieses Foto zeigt eine Gruppe von Menschen. Sie sprechen und diskutieren miteinander. Sie befinden sich in einem Büro. Sie kommen aus verschiedenen Ländern. Sie planen ein Projekt. Sie sehen alle sehr fröhlich aus. Er findet einfach Geschichten zu den Bildern. Und lasst euch nicht stressen. 2 Bilder habe ich noch für euch. Was seht ihr auf diesem Bild? Wo befindet sich diese Person? Was macht sie? Welche Worte kennt ihr? Auf diesem Bild sieht man eine Frau. Sie klettert auf einen hohen Berg. Die Wand ist sehr steil. Der Berg befindet sich in der Nähe eines Wasserfalls. Über dem Wasserfall
sieht man einen Regenbogen. Die Frau ist sehr mutig. So, jetzt kommt das letzte Bild. Spielende Kinder. Da fallen euch bestimmt viele Sätze ein. Ich sehe auf diesem Foto drei Kinder. Sie spielen Fußball. Eines der Kinder ist ein Mädchen. Es ist ein warmer Sommertag. Die Buben tragen blaue T-Shirts. Die Mannschaft des Mädchens wird gewinnen. Wie gesagt, ihr könnt kleine Geschichten erfinden. Hauptsache, ihr redet. Was kommt jetzt? Ah, beim Rollenspiel ist es noch ein bisschen komplizierter, da ihr sehr spontan reagieren müsst. Rollenspiel. Beim Rollenspiel stellt man sich eine bestimmte Situation vor. Also Arzt, Patient, Angestellter, Chef, Käufer, Verkäufer und so weiter. Tja, ich weiß leider auch nicht genau, was zu eurer Prüfung kommen wird. Aber ich gebe euch dennoch ein kleines Beispiel eines möglichen Dialogs. Kellner, Gast. Haben Sie schon gewählt? Ja, ich hätte gerne ein Glas Rotwein. Gerne. Und was möchten Sie essen? Ich kann mich nicht entscheiden. Vielleicht Fleisch oder Fisch? Wir haben heute eine ganz frische Forelle. Tatsächlich? Ja, das klingt gut. Die nehme ich. Darf es sonst noch etwas sein? Im Augenblick nicht. Oder doch? Ich hätte zuvor noch gerne eine Knoblauchsuppe. Gerne. Ich bringe sie Ihnen sofort. Danke. Nützt also jede Gelegenheit, mit anderen Leuten zu sprechen. Habt keine Angst vor Fehlern und lächelt, denn ein Lächeln wirkt immer sympathisch. Tja, jetzt kann ich euch nur noch viel Erfolg und Glück wünschen. Alles Gute, tschüss.